Willkommen Leute zu Crisis. Wie ich bereits angekündigt hatte in der letzten Folge, wo ich abgekackt bin, mache ich zu diesem Punkt weiter, wo ich eigentlich gestorben bin. Ich glaube, das war hier ungefähr. Während meines zweiten Versuchs habe ich kleinen Waffenlager entdeckt. Also das heißt, Sprengladungen habe ich doch gefunden und Raketenwerfermunition. Ich muss sagen, bis jetzt offscreen schlage ich mich nicht schlecht. Wir müssen nur noch zum Schiff und da diesen Sender ausschalten, wie wir ja wissen. Und das machen wir auch jetzt. Wie gesagt, bis jetzt schlage ich mich nicht schlecht. Hier sind noch natürlich noch viele Wachen. Einen habe ich ja auf dem Schiff erledigt. Ich muss jetzt nur gucken, wie ich auf dem Schiff hochkomme. Das war das Problem wie beim letzten Mal. Aber ich finde hier kein... Energiekritisch. Ich finde hier keinen Weg. Raus mit dir, du Mistkerl. Ja. Darum turnt herum. Tarnfeld aktiviert. Ich muss irgendwie gucken. Wir müssen irgendwie ins Schiff kommen. Ich befürchte, vielleicht müssen wir doch mal kurz schwimmen. Ich kann ihn nicht sehen. Ja, geht auch schlecht. Bin auch unsichtbar. Wie gesagt, ich denke mal, wir werden schwimmen müssen. Ich glaube, da oben turnt her. Vielleicht nicht nur er, vielleicht auch mehrere. Aktiviert. Ja, ich habe einen kleinen Alarm natürlich ausgelöst, weil, wie in der letzten Folge, wisst ihr, der Hubschrauber kam. Das war nicht so schön. Oh, 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 oh. Ganz langsam jetzt, ganz langsam, Alpha. Ah, noch geschafft. Vielleicht kann ich die auf dem Schiff erledigen, bevor ich da hochklettere. Aktiviert. Oder wie auch immer ich da hochkommen soll. Ein Schiff gelangt. Ich weiß es nicht. Oh. Fahrzeug. Ja, die, wie gesagt, die Leute hatte ich erledigt. Ah ja, und da hinten in der Lagerhalle, da war Sprengladung. Und wie ihr seht, ich habe so einiges simuliert. War nicht so gewollt. Aktiviert. So. Wie komme ich in ein Schiff hinein? Das ist die große Frage. Ich gehe mal jetzt davon nicht aus, dass ich irgendwie schwimmen muss. Oder muss ich eine Brücke bauen? Jetzt wird es hier langsam echt, ja, tricky. Also jetzt offscreen habe ich mich nicht drum gekümmert, wie ich jetzt hochkommen soll. Ich schaue mich mal jetzt hier um. Ich irgendwie hier den Turm hochklettern und so? Nee, doch nicht. Ah, sonst schwimme ich jetzt mal eben kurz. Wie gesagt, irgendwie muss man ja ins Schiff gelangen. Oder? Was sagt, sabotieren Sie Ihren Störsender auf dem Kreuzer? Ja. Ja, ist mir schon klar. Frage, wie komme ich rein? Gut, dass man so ein bisschen energiekritisch Power hat beim Schwimmen. Machen wir jetzt ein auf ganz doof. Nomad, oben auf dem Kreuzer ist ein Sender. Ja. Geh an Bord und schalt das Ding ab. Wenn du mir sagen würdest, wie ich hochkomme, ich sehe hier keine Leiter, nix. Das ist so ärgerlich. Ich sehe hier echt keine Leiter. Da muss man doch irgendwas machen. Bestimmt bin ich einfach nur zu blöde. So wie ich mich einfach nur kenne. Ich war einfach zu blöde. Einfach nur hochspringen. Ich habe vergessen, dass ich diese Fähigkeit habe. Tarnfeld aktiviert. So, da drinnen seid ihr bestimmt. Zack. Kritisch. So. Das haben wir schon mal. Gut. Jetzt gehen wir mal hier rein. Schrotflintenmuni. Och, pack ich natürlich ein. So. Es waren sicherlich nicht alle. Tarnfeld aktiviert. Jo. Ach, da haben wir auch noch Raketenwerfermunition. Ja, ich brauche mir überhaupt keine Sorgen machen. Ja, geht ja hier ganz ratzfatz hier. Da ist die Sendersteuerung. Ja, lass mich eben kurz umschauen. Energiekritisch. Jo, Fernglas. Das war's. Flugabwehr neutralisiert. Markieren Sie jetzt mit Ihrem Laser den Kreuzer und genießen Sie das Feuerwerk. Ah, alles klar. Eben raus. Ja, jetzt, wie habe ich das denn jetzt wieder gemacht? So.
So. Den Kreuzer markieren, aber erstmal will ich hier weg. Denn schließlich wollen wir ja nicht was abbekommen. Aber ihr kennt mich ja, ich bin ja von Natur aus neugierig. Natürlich will ich mich erstmal umschauen. Ob hier was Schönes gibt. Eine Tür. Kann man die öffnen? Nee. Schade. Nee. Also. Vielleicht schaffe ich das jetzt. Und alle, hopp. Ach, das wird bitter. Ach, geht. Supi. Von wo schauen wir uns das Spektakel an? Machen wir hier. Gut. Fernglas. Und markiert. Snakebite One, hier ist Echo Miner. Ziel bestätigt. Wir kommen jetzt rein. Ja, mach mal. Ziel bestätigt. Angriff. Ja, krabum. Das war alles. Ah. Ja, nett. So gönne ich mir das. Kreuzer versenkt. Verdammt gute Arbeit, Nomad. Wir schicken schwere Senkrechtstarter mit Panzer. Wehren Sie die Luftunterstützung der KVA an, bis wir da sind. Over. Gut, genieße das Feuerwerk. Habe ich getan. Tja, da geht das schief unter. Weg ist das Ding. Ach, so lobe ich es mir. So, jetzt müssen wir weiter. Was ist das denn? Unsere Truppe. Cool. Ja, dann gehen wir mal jetzt hier entlang. Ich hoffe, das Tor geht jetzt auf oder irgendwie sowas. Oder? Versuch's mal. Energiekrise. So. Haben wir jetzt mal ein bisschen Action mit dem Panzer. So lobe ich mir das. Na, mein Freund? Sah doch gut aus, wa? Meine Herren, Hut ab! Der Hafen gehört uns. Wir stoßen jetzt zum Tal vor. Schnappen Sie sich einen unserer Panzer und folgen Sie dem Konvoi durch den Tunnel. Sie können doch einen Panzer bedienen, oder? Ja, Sir. Echt? Kein... Psycho! J-Sock hat einen Job für Sie. Stoßen Sie zur Alpha Company. Lieutenant Cooper erwartet Sie. Kein Problem, Boss. Hey, pass auf dich auf, Nomad. Wenn das hier vorbei ist, gebe ich ein Bier aus. Mike! Schieß auf die Tunneleinfahrt und putz den Waggon weg! Gut, wo haben wir denn? Ich glaube, welchen Panzer sollen wir nehmen? Ich gehe mal davon jetzt aus den hier, oder? Guter Schuss! Jetzt aber ab ins Tal! Versohlen wir General Kyung den Hintern! Ja, finde ich supi. Da hat sich das jetzt erledigt. Haben wir souverän gemeistert. Klar, kleine kleine Probleme. Gab schon. Aber macht ja nix. Mein, schließlich haben wir das Schiff versenkt. Jetzt gehen wir mit dem Panzer weiter. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an ein anderes Spiel. Was mir so gerade tierisch gefällt, muss ich dazu sagen. Wie gesagt, bin nur halt gespannt, wie es jetzt weiterlaufen wird. Und das Spiel gefällt mir einfach. Crysis ist echt gut. Ob ich mir Crysis 3 noch zulegen will... Ob ich es Let's Playen soll, weiß ich nicht, weil ich habe so viele Projekte und ich denke mal, da sind die neuesten nicht so am Start. Egal. Ja. Team Idaho, hier Zentrale. Wir stoßen jetzt durch das Tal zur Mine vor. Ich wiederhole, unser Ziel ist die Mine. Rechnen Sie mit heftigem Widerstand durch KVA-Panzer. Air Command, hier ist Strickland. Was ist mit der Luftunterstützung? Over. Keine Chance. Der Luftraum ist nicht sicher. Unsere Jets bombardieren strategische Ziele auf der anderen Seite der Insel. Bis auf weiteres müssen sie ohne Luftunterstützung auskommen. Verstanden. Dann muss es eben auf die harte Tour gehen. Ja. Alle Einheiten hier, Major Strickland. Luftunterstützung fällt aus. Rücken jetzt zu Primärziel Alpha vor. Vorwärts. Gut, dann rücken wir aus und... Ihre erste Verteidigungslinie ist eine Blockade am Bahnhof. Bahnhof. Also ich denke mal, es geht da lang. Behaupte ich jetzt einfach mal frech. Ich hoffe, das ist kein feindlicher Panzer. Moment, ich weiß auf die Karte. Wow, ist ein feindlicher Panzer. Irgendwas hat mich gerade beschossen. Jo, jetzt kriege ich aber tierisch einen am Sack. Was hat mich da jetzt so beschossen? Also mit der Steuerung komme ich nicht so ganz klar. Stehen unter schwerem Beschuss, die lassen uns den Arsch aus.
Okay, ich komme, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Wo seid ihr? Da. Ziel. Achso, eins. Sauber. Bam. Ich muss jetzt immer damit noch zurechtkommen. Okay, Panzerschlacht wird nicht so einfach. Aber ich denke mal, mit ein bisschen Übung wird das schon. Ist ja katastrophal. Da ist irgendwo ein Panzer. Da, Panzer. Ich glaube, der Panzer steht noch. Jo. Jetzt nicht mehr. Ach, der steht ja immer noch. Geh mal kaputt. Du sollst nicht daneben schießen, sonst kaputt gehen. So. Gut. Ach, da ist noch einer. Krieg ich ihn von da hinten? Bam! Und nochmal! Weil es Spaß gemacht hat. So lobe ich mir das. Oh, Panzerknacker. Ja, das gefällt mir. Aber wir haben zu viel Schaden. Das gefällt mir wiederum nicht. Ich muss echt aufpassen. Da schießt was. Ah, verdammt. So. Ich baue gerade den größten Mist. Aber gut, Panzer ist vernichtet. 60 Schaden, das gefällt mir überhaupt nicht. Alto Belli. Ob wir das überleben? Ah. Verdammt. Ah. So. Erstmal vor. Und auf einen Schlag beide. Super. Weiter. So, da ist eine Hütte, wie ich sehe. Ich schieß mal jetzt alles, was nicht fest, also ihr wisst schon, halt was alles zerstörbar ist. Ach da, sag. Ich find's gut, man sieht's schlecht. Also, getarnt ist hier alles auf jeden Fall gut. Ich zerstöre jetzt alles. Zentrale hier, Rutsche 16. Mit dem Anflug. Abwurf über Sektor 2, Norman. Norman, ein Senkrecht, Starter voller Marines ist unterwegs. Halten Sie durch. Aha. Und jetzt? Ich wiederhole, Ladung abgesetzt. Super, nur zwei Marines. Meint ihr echt, das reicht? Ja gut, wenn ihr meint. Ja, sauber. Ah, das ist so bitter. Hier ist Vulture 16, sind in der Luft. Ich kreise über dem Gebiet und leiste Unterstützung. Boah, ich nehme jetzt den neuen Panzer. Das geht jetzt nicht anders. Irgendwas ist hier. Ich hör's. Also auf jeden Fall geht's hier gar nicht gut. So, erstmal hier. Strickland, ich hab den Waggon erledigt. Der Weg ist frei. Roger Nomad, wir brechen jetzt durch. Geben Sie uns, wenn nötig, Deckung. Ja, klar. Nomad, Deckung. Unsere Panzer können nicht weiter, solange am Bahnhof die Bedrohung durch die KVA nicht zieht. Naja. Das zerstören. Ah, da bist du. Zack. So. Weiter. Bahnhof gesichert, Major. Gute Arbeit, meine Herren. An alle Einheiten, der Bahnhof ist gesichert. Vorrücken zum Primärziel Alpha. Die KVA hat in dem Tal ein Munitionslager. Räuchern wir das Ding aus. Ja. Also, aber das mit dem Ausräuchern, Leute, machen wir einfach in der nächsten Folge. Heute halte ich das mal ein bisschen kurz und dann sehen wir die Panzerschlacht weiter und hoffen wir natürlich, dass es, naja, besser läuft. Also ich denke mal, ich komme damit ein bisschen klar.
Nimm mir nicht böse, ich kenne mich, wie gesagt, in Crysis nicht aus. Es fühlt mich total blind. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye, bye.